Der 20-jährige Sören Hinnack soll in wenigen Jahren den Bauernhof seines Vaters übernehmen. Der junge Mann hat zurzeit jedoch ganz andere Dinge im Kopf. Mein großes Hobby ist, hier tagsüber ein paar Autos rumzuschrauben. Na, schraube ich auch gerne mal ein bisschen rum. Aber lieber ein paar Weiber. Der charmante Bauernjunge pflegt seinen regelmäßigen Alkoholkonsum intensivst. Im ländlichen Bereich behauptet er, sei dies jedoch keine Seltenheit. Bei uns ist noch nichts verloren, denn nur Korn bringt uns nach vorn. Korn trinkt sogar meine Frau. Nur der HSV, Punkt. Ja, Herr Hinnack, gibt es andere Sachen? HSV! Wenig später kommt der beste Kumpel von Sören vorbei. Kai-Uwe ist ebenfalls begeisterter Autofan. Heute hat er jedoch ein großes Problem, über das er mit seinem Kumpel Sören reden will. Moin, Sören! Kai-Uwe, Jung! Was ist los, Jung? Wollen wir einen Kumpel oder was, Jung? Sören, wir haben ein Problem mit der Buddelparty am Samstag. Klar, bei Okelösen! Stresst der rum oder was, Jung? Wir sind noch bei Bauerlösen auf dem Acker. Muss ihm nur eine Buddel Korn schenken, Jung. Dann ist er mein bester Freund. Hab ich schon versucht. Er sagt, er trinkt kein Alkohol mehr. Was ist das denn für eine Pussy? Er trinkt kein Alkohol mehr oder was, Jung? Er sagt, er ist zum Islam konvers. Mann! Zum Islam konvertiert. Der soll sich um seine Kartoffeln kümmern, nicht um alle. Der nennt sich jetzt Abdul, okay. Abdul, ich will nur mehr Alkohol. Kann er oder was, Jung? Jung, mal kannst du nochmal machen. Was ist denn sein Problem, Jung? Wir wollen nur eine kleine Buddelparty aus seinem Acker machen, oder was? Du sagst, das geht nicht wie in Islam. Kai-Uwe, Jung, ich hab die Idee. Was hast du denn für eine Idee, Jung? Das verrate ich dir. Aber erst mal nur einen Korn haben, oder was? Auf dem HSV. Nur der HSV! So, nun sag mal, was du für eine Idee hast. Svenja, Jung. Svenja. Genau, Svenja, Jung. Was für ein Svenja? Svenja Hübmanns, Jung. Ihr Vater hat auf die Heuhalle. Nee, das geht nicht. Wieso? Geht nicht. Da wollten wir doch schon mal feiern. Da hat der Vater gesagt, wir beide sind nicht verantwortlich. Mann, verantwortet das voll. Schickt Svenja mal eine Sprache, dann klären wir das mit dem Vibe hier, Jan. Moin, Svenja, hier ist Kai-Uwe und Sören. Du, Svenja, komm mal zu Hause nach Kai-Uwe in der Werkstatt. Da müssen wir mal klären. Und bring doch mal eine Bulle Korn mit, Jan. Sören sagt, du sollst noch eine Bulle Korn mitbringen und dann ist gleich alle. Während die zwei jungen Männer auf Svenja warten, versuchen sie herauszufinden, was mit dem Auto nicht stimmt. Das Auto geht nicht an, da kommt nichts, Kai-Uwe. Hast du mal einen Vergaser gewechselt? Das hat auch nichts mit dem Vergaser zu tun. Wenn der Vergaser in der Mitte dicht ist, dann kriegt er keinen Druck auf den Kühlergrill. Mann, du hast überhaupt keine Ahnung, Kai-Uwe, ja. Mach mal Zündung. Das ist das Zahnrad. Das ist der Auspuff, Jung. Zahnrad. Der Auspuff ist das, Jung. Das Zahnrad ist verzahnt, natürlich. Der Auspuff ist es. Alle Fresse. Bist du Paar aufs Maul oder was, Jung? Komm her, Jung. Jetzt wird die Fresse poliert mit dem Zahnrad, Jung. Sören, Kai-Uwe, Jung. Svenja, Jung. Was los, ja? Svenja ist da. Svenja, komm rein. Willst du noch einen Korn haben oder was, Jung? Hör mal auf, Svenja. Bin noch kein Alkoholiker oder was, Jung? Svenja, Sören und ich haben nur mal eine Frage. Kai-Uwe, Jung. Wir haben hier eine Dame zu Gast, Jung. Dann kann man sich doch erstmal noch ein bisschen unterhalten, oder was, Jung? Klar, Jung. Erstmal ein bisschen quatschen, Jung. Wie geht's dein Schwein, Svenja? Gestern alle geschlachtet, Jung. Und bei dir? Alles tutti falubi, Jung. Wir haben Probleme hier mit dem Auto, Jung. Sören, Jung. Was ist da los, Jung? So was hab ich noch nie gesehen, Jung. Die Karre ist komplett im Arsch. Hat nicht mal eine Kupplung, Jung. Svenja, das ist doch ein E-Auto, Jung. Svenja, Jung! Richtig gut, Svenja. Richtig gut. Hab ich die ganze Zeit zum Kai-Uwe gesagt, aber der wollte nicht an mich hören, Jung. Lügen tust du, das bist du. So, Kai-Uwe, jetzt kannst du die Dame mal nach deiner Frage fragen. Können wir von der Halle von deinem Vater, können wir da am Wochenende eine Buddelparty machen? Klar, Jung! Kein Problem, Jung! Svenja, Jung! Du bist die Beste, Jung! Ja! Nach dem HSV natürlich, ja. Klar, Jung! Nur der HSV! 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 Und so haben es Sören und Kai-Uwe wieder einmal geschafft, dass ihre Buddelparty doch noch stattfinden kann. In diesem Sinne, nur der HSV und bis zum nächsten Mal.